Mit Einzählen, oder? Hm? 3, 2, 3, 1. 1. Und dann fange ich an. Ja. Okay, 3, 2, 3, 1. 1. Hallo und willkommen zum nächsten Video mit dem anderen, Matthias. Dem Hallo. anderen. Er ist mal wieder da und er hat wieder mal was mitgebracht. Denn wo warst du diese Woche? Ich war auf der Battleworld. Das heißt, wir haben wieder einen kleinen Stand gehabt und dort eben halt wieder für ein bisschen Spaß und Spannung im Spiel gesorgt. Wir haben auch eins unserer neuen Bücher mitgehabt, ein Keycard-Buch. Hat den Ein Hannes sehr gefreut. Keycard-Buch, ja, ich habe mich total gefreut drüber. Ich habe es meine. Und ihr habt einen Haufen Zeug ausgestellt und du hast dein Lager leer geplündert bei Elektor. Also, ja, wissen wir immer noch alle, Matthias ist Ja. jetzt ja bei Elektor. Und er hat was mitgebracht. Und zwar diesmal, das letzte Mal haben wir das Multimeter auseinandergeschraubt und heute tun wir nicht was auseinanderschrauben, weil immer wenn ich was auseinanderschraube, geht es kaputt danach. Also hat Matthias gesagt, er nimmt mal was mit zum Aufbauen. Vielleicht geht es danach auch. Hannes ist ja Experte für Dinge zusammenbauen. Zweimal Grundbauteile, altgediente der Elektronik, ein NE555 in diskret aufgebaut, kinderkompatibel, groß. Leider hat jemand einen Aufkleber übers Bild geklebt. Fand ich sehr. Ein NE555 Bausatz. Man kann es ja sogar noch richtig umdrehen. Man kann es sogar richtig umdrehen. Ein NE555 Bausatz. Und so die Vorderseite. Von Evil Mad Scientist. Wir haben ja im Shop drin den in SMD. Und das wäre quasi die bedrahtete, coole Variante mit Beinchen und allem drum und dran. Wir werden sehen, ob das was taugt. Und Operationsverstärker eigentlich der altgediente 741 Op-Amp auch im diskreten Aufbau. Auch Du hältst auch verkehrt rum. ich halte es richtig rum. Guck mal hier. Ah, Das achso, ist da ist richtig. das Bild. Ja, richtig? Falsch rum? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es vorher auch richtig rumgehalten. Keine Ahnung. Egal. Er macht eher auf mein Gesicht scharf, von dem her brauchst du gar nicht hinhalten. So macht er auf dein Gesicht scharf. Super. Gesichtserkennung ist Perfekte super. Kamera. Ja, klasse. Also auf jeden Fall am NE555, das kennt man, das ist der klassische Timer-Baustein. Also damals, wo es noch keine Mikrocontroller gegeben hat, hat man alle Blink und Blinker und was auch immer für Schaltungen mit dem NE555 gelöst. Der braucht so ein bisschen Kondensator, ein bisschen Widerstände auf der Seite dran und dann kommt man einstellen kann und das Licht soll im Sekundentakt ein- und ausgehen. Das war so quasi früher, bevor man quasi Mikrocontroller gehabt hat. In dem Fall diskret aufgebaut mit Transistoren und Widerständen. Der Schaltplan von dem NE555 ist nämlich öffentlich im Datenblatt praktischerweise mit drin. Und also hat das der Evil Mad Scientist nachgebaut. Wie gesagt, ich habe die SMD-Variante im Shop, wer lieber SMD lötet. Wir löten heute mal das auf. Ich werde den NE555 auflöten. Und Matthias hat eben den Op-Amp, OP741, LM741, was da alles mögliche Arten, wie es da gibt. Ja. Ist ein, ich sag mal so, klassisch altgedienter Operationsverstärker für alle möglichen Dinge, wo man gerne mal ihn einsetzen möchte. Operationsverstärker ist für die, ich glaube, die jüngeren Zuschauer sowieso so ein Thema, was sie eher weniger mitbekommen. Die Ja, ist meisten. Analogtechnik. Es ist Analogtechnik, ist. Analogtechnik, das kennt man heutzutage nicht mehr. Also, es wäre quasi das zwischen 0 und 1, wenn man einen Mikrocontroller hat, gibt es ja dann nur 0 und 1 und der Operationsverstärker wäre quasi für die Welt dazwischen. Und dann packen wir das Ding mal aus und gucken mal, was da drin ist. Falls wir es aufkriegen. Wir haben es vorher schon kurz probiert, das geht glaube ich echt nicht raus, ne? Nee. Nein. Wie hören wir die das? Ich meine, es ging ja auch mal rein, ne? Ja, doch, es geht raus. Es ist halt aber sehr. Hannes. Filigran und Feingefühl wie immer. Also, man kann Achso, es. das sind ja gestanzte, gebogene Aluteile, genau für die Ja. Beinchen dabei. Das, was quasi wahrscheinlich 95% der Kosten für diesen Bausatz ausmacht. Genau. Wenn man es dann, wenn es nicht gleich komplett aus der Packung fällt, wenn man es behutsam aufmacht, hat man dann diese kleine, Ah, da ist noch eine Anleitung. diesen kleinen Bausatz mit Anleitung dabei für das Assembly. Wie man sieht, der 741, das genauso von der Platine her wie der NE555. Hat auch wieder diese kleinen Metallbandchen mit dabei. Oh, die Platine ist cool. Boah, das ist eine richtig dicke. Das ist eine mindestens 3 mm dicke Platine. Und die haben hier so Lötdinger, wie Würth jetzt auch im Angebot hat. So lötbare, wie heißt's? Abstandsbolzen, also so Schraubbolzenteile. Ich Cool. hebe mich gerade ein bisschen mit dem Plastik ab. Achso, da steht 4K7, steht dabei. Irgendwo steht 820 Ohm, aber das ist überall 4K7, 15K, ne, das sind verschiedene. Ha! Schau mal, wie schön. Oh! Das ist ja, also. Ah, das ist mal echt cool.
Also das muss ich jetzt mal zeigen. Jetzt hat sie irgendwie wirklich mit Liebe mal das ganze da Kit sind gesagt. Die ganzen Widerstände drin. 100k, 100k. Boah, sind das viele verschiedene. Also so viele verschiedene habe ich bei mir nicht drin, weil das war mal zu anstrengend. Du hast es einfach wegoptimiert. Und da haben sie nochmal beschriftet, was es ist. Schau, 239.06 und 04 steht quasi hier nochmal drauf. Hm, das ist hier genauso gemacht für den 741. Wie schafft man das, dass wir das nicht vertauschen, das Zeug? Ich rutsche ein bisschen rüber in die Richtung. Schau, dass ich nicht komplett aus dem Bild falle. Das ist alles schön beschriftet, also echt total schön gemacht. Auch mit Kann der man Basis. Hier gut erkennen, also gerade eben schwarze Platine, weißer Bestückdruck, 100K, 2N3906, es stehen nicht nur die Bezeichnungen, sondern auch die Werte dafür. Ich meine, die haben auch Platz dafür, ich habe echt sparen müssen. Ne? Aber was mir auch schön in dem Bild eben gesehen hat, die einzelnen Stages sind beschriftet. Wie in meinem. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns die Lötstation und löten gleich, das Ganze mal auf. Dann sind wir gleich wieder da. Willst du echt mit der Anleitung löten? Nee. 40K. Seitenschneider? Für was? Um die Dinger zu... Oh. Die Pads sind elendiglich klein. Also da werden wir nur fluchen. Also wer, warum man sowas macht, das sieht man wieder, dass einfach wieder Leute sich die Karte. Cool wäre es schon, wenn die Dinger einzeln wären. Vor allem, wie halt hier siehst, ich bin halt hier echt schon wieder knapp dran. Ne? Mhm. Also eigentlich muss ich das nochmal aufschrauben. Es hat Spaß gemacht, das Auflöten, definitiv. Mhm. Ja, das wären jetzt quasi die aufgebauten Bausätze NF555, OP oder wie heißt der, LXL741. Es waren sehr viele Transistoren, es waren sehr viele Widerstände. Das war es dann auch mit Bauteilen. Ich finde diese Schraubteile da oben echt nett, dass man da wirklich ein Kabel anschrauben kann und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Pads sind deutlich zu klein zum Löten. Das ist echt unangenehm zum Löten. Die Ground Pads sind sehr anstrengend zu löten gewesen bei mir. Weiß nicht, wie ist es dir gegangen? Nee, also mit der größeren Lötspitze ging das eigentlich ganz gut. Zu kaufen gibt es nicht im Ohio Shop, sondern bei Elektor. Und wir haben ja noch einen Code unten in der Videobeschreibung, wo man immer noch ein kostenloses Gold-Abo bekommt für 4 Monate. Viermonatiges Abo. Kündigt sich automatisch, verlängert sich nicht automatisch, sondern kündigt sich automatisch. Deswegen kann man das schon mal machen. Und da kriegt man quasi 2 Zeitschriften was. Zugang zum Archiv. Und was das Coolste ist, wenn man das Ding kaufen möchte, das kostet 40 Euro das Stück. Wenn man Mitglied ist, kostet statt 40 Euro nur noch 36 Euro das Stück. Und es gibt einen Kombipreis. Wenn man beide miteinander kauft, dann kostet es 73 Euro inklusive Porto. Und für Mitglieder 66 Euro. Spart man sich quasi nochmal 7 Euro inklusive Porto. Dann hat man das Zeug daheim. Wir werden es jetzt nicht testen, das Ganze. Denn das war jetzt quasi mal das Aufbauvideo dazu, das Vorstellungsvideo. Testen werde ich es, wenn ich das Oszilloskop habe von Rigol. Gleich da eins kriege und da mache ich da mal ein paar Versuche. Matthias wird da leider wieder in Aachen sein und nicht bei dem Video dabei sein,
aber nächste Woche Samstag gibt es dann quasi jetzt das Video, wo ich den NE555 mal teste und in Betrieb nehme. Jo, cool, dass du da warst, Matthias. Dafür nicht. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude, dass Matthias mal wieder da war. Wenn ja, schreibt tausende Kommentare, Millionen von Kommentare, damit Elektor sieht, dass er öfter kommen muss. Mhm. Und Daumen nach oben und so weiter. Dann? Gut, Leute, dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.